Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2KTV. Tatsächlich mal wieder mit einem Let's Play. Ich habe ja angekündigt, nach Wrestling kommt nichts mehr. Es kommen nur noch die GTA-RP-Videos. Aber jetzt bin ich mir auf den Hype-Train aufgesprungen. Und zwar Phasmophobia, das absolute Horror-Game, was momentan so gut wie jeder spielt. Nee, also... das ist tatsächlich gar nicht so. Ah! Aua! Und ja, da habe ich jemanden an meiner Seite. Die Bea, die Hayley Casey von Lucky Five. Nein! Tag. Ja, und ja, jetzt machen wir direkt mal eine Vorstellung. Bea, wo siehst du dich in 5 Jahren? Oh Gott, ja, hoffentlich nicht mehr in diesem Spiel. Warum nicht? Ach du, ich weiß auch nicht. Nee, ich sehe mich in 5 Jahren, boah, YouTube-Spitze, nee. Okay, was? Perfekt. Gut. Also, so die Königin, du bist quasi dann die Knossina, bist du dann. Genau, ja, genau das. Okay, bist du ein mutiger Mensch? Nein, überhaupt nicht. Gut. Aber ich bin heute, als wir das schon mal so ein bisschen, ne, und so, bin ich voll über meinen Schatten gesprungen. Also es könnte was werden. Also ich hab ja schon ein paar Mal mit dir gespielt. Also ich weiß ja am Anfang, also du hast dich sehr positiv entwickelt in diesem Spiel. Ich auch so. Aber wenn man Angst hat bei diesem Spiel, was reizt einen, dieses Spiel weiterzuspielen? Ich glaube genau das tatsächlich irgendwie. Also... Also ich habe gemerkt, gerade wenn du mit Leuten spielst, die dann auch ziemlich viel Angst haben, dann muss ja irgendwer und dann muss man irgendwie sich immer überwinden. Und wenn man dann merkt, man kommt echt mal ein bisschen aus sich raus und kriegt sogar was gebacken, dann, ich glaube, das ist das so, was einen so ein bisschen daran reizt. Ja, dann lassen uns auf jeden Fall mal überraschen. Wir spielen erstmal, weil normalerweise spielt man es am besten mit 4 Leuten. Aber die haben alle Angst, deswegen spielen wir nur zu 2 Leute. Wir spielen Tanglewood Treehouse, Schwierigkeit Anfänger. Immer weil wir zu zweit sind, ne? Genau. Normalerweise würden natürlich Experte spielen. Natürlich. Also, ja, wer es nicht kennt, wer es hier nicht kennt, wir haben hier so ein paar Gegenstände, die kann man hier hinzufügen, eben um den Geist leichter rauszufinden. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Guckt euch Tutorials dazu an. Wir spielen jetzt einfach. Eiskalt. Ja. Achso, ich muss noch Start drücken. Richtig. Warum genau hast du diesen Charakter genommen? Also, ist das so der Charakter, womit du dich am meisten identifizieren kannst? Ja, eigentlich habe ich ja immer die kurzhaarige Olle genommen, weil die aussieht wie Hayley Caseys erste, also Frisur, die war ja auch so kurzhaarig. Mhm. Aber ich dachte, das hier ist irgendwie, weiß ich nicht, ich wollte die mal ausprobieren, wie sieht die aus? Keine Ahnung, momentan sehe ich deinen Charakter nur von hinten. Achso, ja super. Wie sieht sie so von hinten aus? Ja. Fantastisch natürlich, ne? Okay. Ja gut, ich mute mich dann mal im Discord, ne? Ja, ich auch. Gut. Und jetzt hoffe ich, dass du mich hier im Spiel hörst. Hallo? Hallo? Ja, tu ich. Perfekt. Ja. Gut. Ah, dann gucken wir mal, was wir hier so für Ziele haben. Genau. Wenn ich schon wieder Kruzifix lese. Zeuge vom Geister-Event, Raum unter 10 Grad und Heimsuchen mit Kruzifix, deine Lieblingsaufgabe. Der Geist ist der nette Christopher Clark und scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Na super. Ja, fantastisch. Ich hab Bock. Ja, ich bin auch richtig bereit. So, Taschenlampe. Okay, ich hab ein Thermometer mit und ein EMF. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier mit dem üblichen Zeug rein. Ah, die Kamera hätten wir vielleicht erst mit reinnehmen sollen. Obwohl, nee, eigentlich ist es egal. Erstmal das Zeug hinlegen. Ja, wir suchen jetzt erstmal den Raum. Genau. Obwohl, nee, dann lasse ich erstmal hier was hier. Dann nehme ich was anderes mit. Ja. Scheiße. Ja, nimm doch direkt die Kamera mit, weil dann können wir den Raum aufstellen. Das macht voll Sinn. Ach, scheiße. Also nicht die Kamera, sondern die andere. Ja, ja, genau. Ich weiß schon. Ich bin Profi. Perfekt. Ja, natürlich. Mach ander. Super. Was genau hat uns nochmal dazu verleitet, das jetzt zu zweit zu spielen?
Weil keiner mitmachen wollte. Super. So, ich mach mal die Lampe hier an. Aber weißt du, was das Gute ist? Du brauchst nicht über das. Ich bin hinter dir, du brauchst nicht über das Walkie-Talkie reden. Entschuldigung, Gewohnheit! Ja, das Gute ist, es kann auf jeden Fall kein Kind sein, glaube ich. Warum? Klar kann es das. Es kann. Oh, auch ein Mann kann ein Kind sein? Okay, ja, natürlich, das macht Sinn. Okay, vergiss es. Nein. Das sind prinzipiell immer nur Mädchen, die Kinder. Ich glaube auch. So. So, Stromkasten hier ist der da. Stromkasten. Perfekt. Aber hier sind überall. Nö, also, nee. Ja, die Scheiße ist natürlich jetzt hier. Also, wenn es nicht hier unten ist. Dass du ziemlich laut bist, ja. Da kann ich ja nichts für. Achso, ich kann hier das ein bisschen weg, mal das Mikrofon. Ah, schon besser. Guck mal, wie nett, ein Schaukelstuhl. Gar nicht ängstigend. Ey, guck mal, Fridge auf hier. Aber nee, hier ist auch nichts. Boah, hier die Dinger hasse ich einfach. Die hatte meine Oma früher. Die Schneiderpuppen? Nein, da diese Fliegenfänger. Diese, ach, diese Fliegenfänger? Ja. Was hast du denn gegen Fliegenfänger? Ja, nicht diese. Der Puppe hätte ich ja noch verstanden. Ja, so schön in der Küche, dann hast du diese 100 tote Fliegen dann da dran kleben. Kannst du direkt mitessen, so. Mhm. Streusel benutzen. Protein und so. Ach ja. Ich hab gar keine Angst. Lalala. Ja, ich bin ja bei dir. Schön ist das hier. Ja. Ich hab ja bewiesen, wenn ich muss, dann kommt auch hier der Mutige aus mir raus. Was ist das denn hier? Ja, hallo? Das ist der. Da wird der Strom abgelesen. Ich guck mal, eine Cappy. Ja. Die brauche ich. Was ist denn hier? So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ich habe eine Tür gehört. Huch, ich habe eine Tür gehört, ja. Ich glaube, es war hier hinten. Oh nein, sag nicht, es ist das Kinderzimmer. Nein. Oh. Ist es da, hier? Guck mich ein Teddybär an. Nee. Nee, 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 nee. Ich glaube, es ist das Kinderzimmer da vorne. Nee, das ist doch das Schlafzimmer. Nicht, dass es das Kinderzimmer ist. Nee, das ist das Bad. Ist das Bad. 16 dann ist es oh oben. Nein, es muss der Raum hier sein. Oh Gott, ich hasse es. Und? Nee. Gut, okay, es ist kein Raum. Fertig. Danke fürs Zuschauen. Wir können wieder raus. Tschüss. Oh, 12. Warte mal, ist es direkt hier der Flur? Das ist auch möglich. Hier gibt's doch gar keinen oben, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ist wirklich kein Raum. Aber auf der anderen Seite, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit insgesamt, bis die Party hier beginnt. Ja, aber... Hier liegt übrigens eine Gabel... Nee, hier liegt ein Knochen. Oh, mach ein Foto da. Ja, hab ich nicht dabei. Super vorbereitet. Ja, dann machen wir das gleich. Ja, was machen wir denn jetzt? Was ist der Plan? Ja, Let's Play ist fertig. Ich will auf jeden Fall nicht, dass es der Keller ist. Lichtflack hat hier hinten, bei mir. Hier, links. Im Dings. Oh nein, das war die allererste Runde. Es sind 13 Grad, also es das kann ist sein, dass es hier ist. Wobei 13 Grad eigentlich noch nicht so das Indiz ist, aber... Es hat halt hier gerade geflackert, ne? Das ist schon so ein Anzeichen eigentlich. Soll ich mal irgendwie... Ich habe noch eine Tür gehört. Ich habe eine Tür gehört, ja. Die verarscht uns, die blöde Kuh. Ach ne, ist ja ein Typ. Die Frage ist, welche Tür war das jetzt? Hier eventuell eine. Also im Türen auf und zu machen ist es Profi, das Viech. Ah, hier, der Kleiderschrank ist aufgegangen. Okay, bisschen. Dann stelle ich mal hier die Kamera hin. Aber am besten hier hin. So, wollen wir erstmal gucken, ob wir hier Orbs sehen? Weil ich muss ja eh nochmal rein. Und selbstverständlich würde ich dich nicht hier alleine lassen. Oh, ich hatte gerade 11 Grad. Ja, perfekt. 11 Grad ist krass.
Ich habe gerade aus Reflex wegen GTA auf C gedrückt, nach hinten zu gucken. So, perfekt. Wir haben auf jeden Fall schon mal... Wieso hast du so viel weg? Scheiße, wir hätten die Lampe ausmachen sollen. Toll. Aber ich glaube, man... Gar nichts. Wir müssen nochmal rein. Ja, dann nehme ich die Dings mit. Nehmen wir schon mal hier das Ding. Ach so, ja, genau. Dann, und ich nehme auch was anderes. Obwohl, nee, eigentlich muss ich noch den Unterzug genau. finden, ne? Kacke. Oh. Was denn? Sie hat das Licht ausgemacht. Er hat das Licht ausgemacht. Ich habe schon wieder eine Tür gehört. So, pass auf. Ich glaube, der ist hier im Flur und nicht hier im Flur, weil da hat er jetzt gerade das Licht ausgemacht. Aber egal, wir machen mal hier aus. Ja, warte, dann brauche ich die Kamera hier. Okay, ich habe schon wieder eine Tür gehört. Ganz witzig bei mir durch die... Okay. Ja, stell die mal hier in den... Hier so oder so. Ja. Da ist er, da ist er, da ist er! Wo? Im Schrank. Oh lol! Ich... Hast du eine Fotokamera? Nein, ich hol! Noch da? Lol! Ja. Achso, du bist auch abgehauen. Also natürlich bin ich nicht abgehauen. Ja, nee, wir gehen zusammen. So eine Scheiße, dann hätte ich die Kamera doch da lassen sollen. Ne, wieso, so haben wir den Schrank doch gut drauf. Da ist ein Orb, da war ein Orb. Wo? Geil, wir haben einen Dienst. Wo denn? Ach da, perfekt. Gut, das können wir dann ja schon mal eintragen. Hast du es gesehen? Ja. Oh Gott, ich hab mich voll erschrocken. Vor was denn? Oh, oh Gott. Was ist denn jetzt? Scheiße, ey. Ja, du hast auf einmal deine Dingstaste angemacht, um zu reden und hast dabei aber aufs Mikro gehauen oder so. Und das war so richtig... Hä? Nee, ich hab mich aufs Mikro gehauen. Ich hab mich voll erschrocken. Ja, du hast... Ich hab mich auf jeden Fall... Oh, er hat das Bild umgeworfen. Ich hab mich auf jeden Fall voll erschrocken gerade. Geil. So, Geisterkugel ist das dann, oder? Kurze Randnotiz, wir haben gleich einen dritten Mitspieler. Wer denn? Kronos. Jawohl! Leute, freut euch schon mal auf Folge 2. Oha, ist ja der Ultra-Teaser hier. Du kleiner Lümmel, du. So, komm jetzt hier. Rein da. Sagen ihm jetzt Hallo. Jetzt können wir das Licht auch wieder anmachen. Ja. Aber guck mal, der muss hier durchgegangen sein gerade. Oder war das von mir? Nee, das kann nicht von mir gewesen sein. Das war gerade grün. Nee, nee, nee. Das ist ein bisschen... Da müsste das ja ultra verbuggt sein. Okay, Tür ist zu. Okay, komm zu mir. Oh nein, ich will nicht. Ja, alles cool. Ruf seinen Namen. Hallo? Nee. Warte, ich werfe das Buch mal hier hin, warte. EMF ist auf 4, nicht 5. Jetzt ist EMF vorbei. Die Tür ist wieder offen. Ja, komm, wir gehen nochmal raus, wir holen nochmal das andere Zeug. Ich muss mal kurz gucken, ob ich jetzt die unter 10 Grad Dingens schon erfüllt habe. Dann lasse ich das Thermometer nämlich Mhm. Oh. Ich glaube nicht, weil ich hatte nur 10 Grad, aber keine unter 10 Grad. Das ist ein bisschen blöd. Irgendwas haben wir auf jeden Fall. Ja, Zeuge eines Geister-Events. Ja gut, das war das Umschmeißen wahrscheinlich. Ich muss wahrscheinlich. Das Thermo trotzdem mitnehmen. Wo habe ich denn das Walkie-Talkie hingeklatscht? Ja, gute Frage. Ach, hier. Ah, lag das nicht da irgend... Ach, ja, ich habe schon. Okay. Wie sieht's aus mit der Sanity? Jetzt war ich dafür, dass eigentlich nichts passiert ist, ist das krass. Ja, nö, ist normal.
Licht flackert. Warte, wir holen noch was. Müssen wir hier den Zuschauern alles zeigen, was hier so geht. Du musst da übrigens gleich kurz alleine rein, ne? Weil ja, ich weiß. Nur, wenn einer allein ist. Ja. Ich wollte dich nur schon mal mental darauf vorbereiten. Ja, ich muss mich ja hier zusammenreißen, Leute. So, du kannst noch nichts weiteres nehmen, oder? Scheiße. Nee, tatsächlich nicht. Ja, guck, er ist wieder da vorne. Ja. Bewegungssensor hat ausgeschlagen. Ja, der ist da vorne. Wir müssen jetzt gleich nochmal hier rein. Das Salz und dann muss ich ja auch gleich das scheiß Kruzifix holen. Und das UV-Licht. Das super tolle Kruzifix, wolltest du sagen. Ja, das überhaupt nicht verbuggte Kruzifix. Ey, aber das hat in der Runde mit Kronos Kumpel, da hat das funktioniert. Dreimal oder so. Nicht nur einmal. Das war insane. Aber ich finde immer noch keinen unter 10 Grad. Das ist doch kacke. Ja, komm noch mal mit. Ja. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn du zu zweit spielst. Ja, das hin und her laufen. Ja, mhm. Aber hey. Ja, theoretisch müssten wir ja nicht so oft hin und her, weil ich ja wegspielen könnte, aber ich... Ne, wir bauen ja das Zeug, ja, was du hast. So, jetzt nehme ich das UV-Licht nochmal mit. Und das lege ich nämlich schon, das habe ich in dem einen Tutorial gesehen, die haben das auf den Boden gelegt. Aha. Mh, ja, mh. Wo das Salz war. Du schummelst also? Mh, nö. Ich schummel nur Tipps von den anderen Ghostbusters. Ghostbuster! Oh, der hat schon wieder nach uns was geworfen. Oder warst du das? Das war ich, das ist unser Walkie-Talkie. Nee, egal. Oh, Wasser. Müssen wir das fotografieren? Nee. Gut, dann gehe ich jetzt das Kruzifix holen. Ja, und ich gehe raus. So, komm, wir machen erstmal ein Foto vom Knochen. Da hinten ist gerade was passiert. Oh, Licht ist aus. Oh. Stromausfall ist da. Mag ich nicht. So, okay. Und, passiert was? Nö. Ja, komm, dann gehen wir erstmal zum Knochen. Passiert doch was. Was denn? Ja, erstmal zum Knochen. Hier hat er auch aufgemacht. In einem Raum ist das Licht übrigens noch an. Okay, dann haben wir keinen Stromausfall. Dann kannst du das Licht ja mal anmachen. Irgendwo hier. Was ist der Code? Ja. Ruhe! Wir sind gerade in einem. Kronos, wir sind gerade in der Aufnahme. Du Penner. Ja, Grüße gehen raus an Kronos. Ach, wir sind gemutet. Er hört uns gar nicht. Meld uns gleich bei dir. Wir sind gerade in der Aufnahme. Ja, das war Kronos. Das ist der größte Schizophant, der hier so rumläuft. Den seht ihr in der nächsten Ausgabe. Ich bin unter 13, unter 10 Grad. Das muss aber hier sein. Ja, vielleicht doch da hinten. Genau 10 und nicht unter 10. Ja, komm mal mit. Komm. Ja, warte. Ich guck mal, ob das Wasser dunkel ist. Ja, ist es. Aha. So ein Ding ist das. Ich glaube, wir brauchen gar kein Foto. Ich hab's trotzdem mal gemacht. Oh, guck mal hier, er ist hier durchgelaufen. Ja, super, der ist uns hinterhergelaufen, ist ja beruhigend, gefällt mir. Der steppt. Hat gesteppt. Das heißt, er huntet gleich. Er steppt schon wieder. Ich höre den gar nicht. Doch, der hat gesteppt. Hm. Der steppt, der Bär, du! Ich höre es echt nicht. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ja. Oh, jetzt geht's ab. Ja. Wow! Was denn? Ja, er hat gerade an mir gemacht. Echt? Bei mir nicht. Ja, siehst du? Okay, er will dich, das ist auch schon mal was Schönes. Oh, guck mal, der hat ins Buch geschrieben.
Ja, komm, wir gehen mal raus und das notieren wir. Nee, nee. Ja. Doch, lass uns fahren. Ich hab keine Lust mehr. Also Fingerabdrücke werden wir nicht finden. Das ist das, was ich dir vorhin erklären wollte. Hast du gehört? Hä, hey, aber wir haben doch bis jetzt nur Buch, oder nicht? Also wir können keine Fingerabdrücke finden. Ach nee, Orbs. Ja, weil zu Fingerabdrücke, dann kommt nämlich kein Ergebnis. Das heißt, die UV-Lampe können wir da wegtun. Okay, Shade oder Jurei. Ja, ich bin dafür, dass du jetzt mal mit ihm alleine bleibst und ihm über die Box fragst, ob er mit dir reden möchte. Temperatur haben wir noch nicht, oder? Nee, haben wir auch nicht. Okay. Das ist das Problem. Okay. Ich finde halt keine Temperatur unter 10 Grad. Okay? Ja, alright. Du kannst es ja gleich mal haben, wenn du möchtest. Okay, ich bleib hier stehen. Versuch einfach mal mit ihm zu reden. Ja. Ob er mit dir reden. Wie heißt der nochmal? Ist egal, du brauchst den Namen. Hey, du Geist. Zeig dich. Möchtest du mit mir reden? Okay, er ist direkt hier vorne. Zeig dich. Gib mir ein Zeichen. Los, gib mir ein Zeichen. Okay, Licht ist aus. Okay, er hat mich angegruselt. Angehaucht schon wieder. Der wird mich gleich... Er ist hier wieder hier vorne durchgelaufen. Die Tür ist noch offen, alles gut. Ja. Geist, gib mir ein Zeichen. Rede mit mir. Ist die Box überhaupt an? Ja. Okay. Geist, gib mir ein Zeichen. Okay, flackern. Da ist er. Aber er ist weg. Shit. Wow! Wow! Alter! Ich hab mal nur verfettfingert jetzt gerade. Oh mein Gott! Alles okay? Ja, puh! Ich wollte eigentlich ein Foto machen, hab aber dann verfettfingert, bin aus Kruzifix draufgekommen. Wir gehen mal gucken. Gut, weil er hat dich. Ja, ich glaube, das also müsste funktioniert haben, eigentlich. Ja, wir haben mal kein Foto. Ich kann nur noch ein Bild machen. Ich hab's genau gesehen. Er wollte dich angreifen und dann hattest du das Kruzifix, dann ist er abgehauen. Nee, ist nicht abgehakt. Ah, er hat's nicht aufgenommen. Oh Mann. Immer diese Kack-Kruzifix aufgenommen. Also, wir können jetzt. Guck mal, das war auf 10 hier. Also, ich würde noch mal reingehen. Ja. Ich weiß ja, wie scheiße er aussieht. Vielleicht mal was von meinen Sachen auch mitnehmen. Was denn? Ja, EMF. Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht. Hä? Du brauchst halt eigentlich guck mal. Guck dir das mal. Guck mal, Sanity. Da steht 100% bei mir. Ja, läuft bei dir. Hast du eine Tablette geschluckt? Alter? Nein! Hä? Hier, nimm jetzt das hier. Ja, für was denn? Der Geist, der gibt dir Sanity. Ja, wir müssen ja noch die... finden Sie einen Raum unter 10 Grad. Ja, aber ich glaube, das ist verbuggt. Ja, ich glaube auch, leider. Aber nimm ruhig mal. Vielleicht ist es bei dir ja... Ja, aber ich weiß ja nicht, statt was... Achso, was hast du denn dabei? Ja, du kannst höchstens das Kruzifix nehmen. Okay. Nimm mal eine Tablette. Der muss ja entweder beim Bad sein oder hier in diesem Kinderzimmer. Der war doch gerade bei dir im Flur. Wollen wir vielleicht erstmal gucken, was es sein könnte? Also was wir ausschließen können? Ja, Jurei oder Shade. Ja, aber was halt eher passt. Achso, okay, ja, können wir gucken, warte. Also beim Shade müssten wir noch EMF Level 5 erreichen können. Und beim Jurei sind es Gefriertemperaturen. Was schwierig wäre, wenn das Thermometer wieder... Auf gar keinen Fall. Aber Jureis haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen, I don't know. Ja, aber vielleicht habe ich ja deswegen wieder 100%. Ja, okay, das kann sein. Und Shade wäre ja auch... oh, weißt du, was vielleicht sein kann? Das würde ich auch nicht denken. Weißt du, was vielleicht sein kann? Durch das Kruzifix, vielleicht habe ich deswegen wieder 100. Ja, das kann sein, ja. Also... keine Ahnung, ob das so ist in dem Spiel, aber ja, das kann sein. Also Jurei schließt du aus? Also, es ist auf jeden Fall... Nein, es ist auf jeden Fall ein Jurei, weil ich Shade ausschließe, weil der hat sich ja uns auch direkt gezeigt, auch zu zweit. Und ein Shade würde das nicht machen. Aber Gefriertemperaturen... Da sind wir so weit von weg. Ich sag ja, ich glaube, das Thermometer ist wieder mal verbuggt.
Also versuch's mal, ob du vielleicht. Ja, Shade, schüchterner Geist. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paar Aktivitäten gestoppt. Und das würde auch bedeuten, ihr wirft nichts rum, oder? Ja, ja, eben. Ja, okay, dann definitiv. Das ist auf jeden Fall ein Jurei. Ja, dann probieren wir nochmal. Also wir haben jetzt jetzt sind wir 7,8 gehabt. Ja, siehst du, dann ist es bei dir vielleicht nicht so verpackt wie bei mir. Ich hatte die ganze 7,4. Kommst du mit, oder? Ja, ich bin hinter dir. Ja, hier ist zu warm. Ja, hier war er ja auch auf jeden Fall drin, wegen dem dreckigen Wasser. 9,8, 15. Also hier, wenn im Flur. Aber das sieht man ja, ja auch. Geh nochmal ein Schrittchen weiter nach vorne vielleicht. Okay. Oder auch nicht. Er hat Bock. Ja, ich will vielleicht noch ein Foto von ihm machen. Ja. Ja, wir können ihn ja nochmal provozieren. Zeig dich. 6,4 waren hier gerade. 6,9. Zeig dich, komm raus. Bewegungssensor, er ist direkt vor uns. Hast du EMF? Im Dingsen Schritt. Nein. Aber brauchen wir auch nicht. Ist ja ein Jurei. Geist, zeig dich! Ja, das wird aber nichts, wenn du das Ding da hast. Geist, zeig dich! Gib uns ein Zeichen! Gib uns ein Zeichen! Okay, er ist wieder hier beim Bewegungssensor. Zeig dich! Komm raus da jetzt! Okay. Da ist er! Ja. Oder auch doch nicht? Alles klar, läuft bei dir eh. Was denn? Ich tu so, da ist er und rennst auf ihn zu mit offenen Armen, ey. Ja, ich bin halt sehr weltoffen. Zeig dich! Geist, gib uns ein Zeichen. Zeig dich. Es kann auch gerade sein, dass das ein Schatten war. Gib uns ein Zeichen, los. Zeig dich. Komm raus. Zeig dich. Zeig dich. Zeig dich. Er ist wieder hier. Er ist wieder vor uns, ja. Zeig dich. Visible. Er ist da hinten durchgelaufen auf jeden Fall. Wegen dem Salz. Ah, okay. Ja, du machst das super, Geist. Komm, Geist. Ein bisschen mehr noch. Komm zu uns, gib uns ein Zeichen. Oh Gott. Ja, gib uns ein Zeichen. Okay, jetzt ist er hier. Zeichen? Safe Call wird gleich einer sterben. Ich glaube auch. Zeig dich. Möchtest du mit uns reden? Bist du ein Oni? Das macht er ja nicht. Bist du ein Oni? Das ist vielleicht eine Beleidigung für ihn. Du Oni! Du Jurei, du! Deine Eltern haben Jurei studiert. Oder so. Ah ja. Jetzt zeig dich doch bitte. Komm, ich hab nur noch ein Bild. Mach hinne. Zeig dich. Okay, ich hab wieder eine Tür gehört. Eine Tür, ja. Zeig dich. Komm raus. Da ist er. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab ihn gekruzifixt. Ja, perfekt. Okay, Feierabend. Hast du ein Foto? Ja. Hast du ein Foto? Ja. Ah, perfekt. Ja, super. Dann haben wir ja alles. Was also Gefriertemperaturen haben wir aber trotzdem nicht. Vielleicht ist es doch das andere. Nein, ist es nicht. Es ist so Safe Call Jurei. Wenn es kein Jurei... Ah, guck mal. Wir haben eine weitere Aufgabe. Du hast es geschafft. Ja, das mit dem Thermometer, ja. Ja, das ist super. Das mit dem Kruzifix hat wieder nicht funktioniert, aber egal. Also, wir haben ein Foto vom Geist. Wir haben vom Knochen. Also, wir kriegen auf jeden Fall ein paar Punkte. Ich lese mir das trotzdem nochmal durch. Also, Jurei ist ein Geist, der in die physische Welt zurückkehrte aus Gründen des Hasses oder einer unerfüllten Rache. Stärken Jureis haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Schwächen, wenn sie den Raum des Jurei ausräuchern, wird er für längere Zeit seine Bewegung einstellen. Geisterob, Geisterbuch, Gefriertemperaturen. Was war die Alternative? Oni, oder? Nee, Shade. Nee, Shade. 50 Shade. So, der Shade ist bekannt als ein schüchterner Geist. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Schüchtern zu sein bedeutet, er wird schwer, den Geist zu entdecken. Kann auf gar keinen Fall sein. Der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Aber er hat ja nicht gejagt. Ja doch, hat er ja. Er wollte ja, aber wir hatten immer das Kruzifix dann draußen. Ja gut. Also wenn es kein Ding ist, dann... Das ist eigentlich komisch, weil die Gefriertemperaturen hatten wir auf gar keinen Fall.
Ja, aber das ist verbuggt. Gut, okay. Ich sag's dir zu 1000%. Also, Leute, wir loggen jetzt Juraj ein. Ja. Auf Beas Verantwortung. Ich logge das Jurastudium ein. So, Abfahrt oder was? Danke, damit ich... Ja, okay. Ja, bist du bereit? Ich hab eingeloggt, ja. Okay, dann Abfahrt. Um. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's. Yay! Okay. Also wir haben Aufgabe 4 nicht. Das war das mit dem Kruzifix. Wir hatten voll recht. Also wir haben eigentlich alles gemacht, außer... wir haben sogar $20 für Fotos bekommen, Knochenbeweis, $60 gemacht. Ja, okay, 80 Erfahrungspunkte bekommen. Freigeschaltet, professionelle Schwierigkeit, Leute. Aber jetzt wird es noch schwerer. Okay, ja. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal ein Like da. Und ja, ansonsten, Bea darf jetzt die Verabschiedung machen. Und auch noch Werbung für dich selbst. Ja. Okay, Bea will anscheinend nicht. Achso, ja, Entschuldigung. Abonniert meinen nicht vorhandenen YouTube-Kanal. Nee, Spaß. Du hast vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und lasst... okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da für den lieben Evo. Das wäre super lieb. Und ich denke mal, die zweite Folge lässt nicht lange auf sich warten. Vielleicht mit Kronos. Das ist auch mal lustig, weil Kronos dabei ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Wie heißt du auf Twitch? Weiß ich nicht. Okay, dann werde ich einfach twitch.tv/beats22 werde ich einfach verlinken. In diesem Sinne, danke fürs Reinschauen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.